A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zuallererst danke ich Allah dafür, dass ich heute hier dabei sein durfte und meinen Beitrag dazu leisten darf. Und zwar war es so, dass ich vor circa 10 Monaten den wahren Islam in seiner authentischen Form kennenlernen durfte, dank Allah. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass wir eigentlich hier in Deutschland durch unsere Väter hier angekommen sind und, sag ich mal, vom Islam irgendwo weggekommen sind. Und dass die einfach den Weg, teilweise den Weg der Jahiliya wieder angenommen haben und zurückgefallen sind. Und ich danke Allah dafür, dass ich durch unsere Brüder, die das hier zustande gebracht haben, endlich wieder den Weg zum wahren Islam gefunden haben. Und seitdem ist es eigentlich so, dass ich zum Beispiel beim Essen, allein nur beim Essen, Allah dafür danke. Und als Beispiel nehme ich jetzt zum Beispiel einen Apfel. Früher, als ich noch nicht gebetet habe, habe ich diesen Apfel zum Beispiel nie so schmecken können, wie es heute der Fall ist. Heute rieche ich diesen Apfel und ich schmecke ihn, so wie er wirklich ist. Und das kommt eigentlich nur dadurch, durch Dankbarkeit, durch Shukr an Allah. Und das kann ich eigentlich nur jedem an Herz legen, dass er den wahren Weg zu Allah findet. Und das ist der Islam. Barakallahu fikum. Ja, ich denke, diese Geschichte ist eine sehr, sehr lehrreiche Geschichte. Und zwar ist es so, dass eigentlich der Mensch nie Ruhe finden wird, solange er nicht an Allah dankt. Und ich glaube, das möchte uns auch Allah in dieser Sure vermitteln. Und sobald ein Mensch nicht dankbar ist, denke ich, wird er auch niemals diese Wohlgefälligkeit von Allah erlangen. Und das ist eigentlich mein Verständnis zu dieser Geschichte.